Hi, wir sind Frank und Katja von Leesche Life Balance. Hi, wir sind hier im Valle Gran Re auf Gomera und wir sind hier in so einem Seitental, in so einem Barranco. Ihr seht, wunderbares Wetter, eine absolute Ruhe hier und wir machen heute hier eine Wanderung. Es ist einfach fantastisch. Und gleichzeitig haben wir unsere Matte dabei und haben einen Flow vorbereitet, der die Beinmuskulatur stärkt und dehnt und zugleich auch noch den Rücken beweglich hält. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Stehe locker und entspannt auf dem mittleren Teil deiner Matte. Wir beginnen mit der stehenden Atemmeditation. Circa 4 Sekunden durch die Nase einatmen und circa 4 Sekunden durch den Mund wieder ausatmen. Dabei ruht die Zunge hinter euren Zähnen am Gaumen. Bei der stehenden Atemmeditation sind die Arme Ausdruck dessen, wo sich euer Atem und eure Energie befindet. Zugleich gibt der Atemrhythmus die Länge und die Intensität der einzelnen folgenden Übungen vor. Sollte die spezielle Dao-Yoga-Atmung für dich neu oder ungewohnt sein, so atme frei in deinem eigenen Rhythmus. Gewicht aufs rechte Bein, das linke Bein rausschieben und das Gewicht verlagern. Der seitliche Leopard. Gewicht aufs linke Bein und das rechte Bein rausschieben. Gewicht verlagern und mit der Ausatmung den rechten Arm über die Flanke nach links beugen. Mit der Einatmung wieder aufrichten, mit der Ausatmung sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, in die Affestellung. Gewicht verlagern in den linken Drachen. Ausatmen und die Bewegung der Arme weiterführen. Einatmen in die Entestellung. Auch hier ausatmen und die Bewegung weiter fortführen. Einatmen, wieder aufrichten und mit dem Ausatmen in die Adlerposition. Die Seiten wechseln. Einatmung wieder aufrichten und mit der Ausatmung zurück in die Adlerstellung. Drehe dich in Uhrzeigerrichtung, vergrößere die Stellung in eine tiefe reitende Pferdstellung und richte dich mit der Einatmung wieder auf. Mit der Ausatmung rechte Hand zum linken Fuß führen. Einatmen, wieder aufrichten und mit der Ausatmung linke Hand zum rechten Fuß. Der Blick folgt dem rechten Arm.
Verkleinere die Stellung und drehe dich gegen den Uhrzeigersinn in die Entestellung. Mit der Einatmung in den linken Drachen, Arme horizontal zur Seite öffnen. Hüfte fixieren und Oberkörper nach links drehen. Ausatmen. Mit der Einatmung zurück zur Mitte und mit der Ausatmung nach rechts drehen. Einatmen zur Mitte und mit dem Ausatmen zurück in die Adlerstellung. Die Seiten wechseln. Rechter Drache. Zunächst nach rechts drehen. Dann wieder mit der Einatmung zur Mitte. Ausatmen nach links. Ein zur Mitte. Und zurück zur Ausgangsstellung. Drehe dich im Uhrzeigersinn. Linkes Bein rausschieben, Gewicht verlagern und beende den ersten Teil des Flows. Der zweite Teil spiegelt den ersten Teil, somit beginnen wir erneut mit dem seitlichen Leopard. Gewicht verlagern aufs linke Bein, rechtes Bein rausschieben, Gewicht verlagern und mit der Ausatmung den rechten Arm über die Flanke nach links beugen. Einatmen, aufrichten und die Seiten wechseln. Drehe dich im Uhrzeigersinn und beginne die Drache 1 Übung. Zunächst im rechten Drachen. Gewicht ruht nahezu 100% auf dem rechten Bein. Bewegung und Energie aus dem rechten Drachen in die linke Ente transferieren und die Bewegung weiter fortführen. Die Seiten wechseln. Natürlichen Fluss der Bewegung. Drehe dich gegen den Uhrzeigersinn, vergrößere die Stellung und richte dich mit der Einatmung aus dem tiefen reitenden Pferd wieder auf. Die Triangel. Linke Hand zum rechten Fuß.
rechte Hand zum linken Fuß. Verkleinere die Stellung, drehe dich im Uhrzeigersinn und fahre weiter fort mit der Spiraldrehung. Rechter Drache, Drehung nach rechts. Zur Mitte und anschließend nach links. Stellung wechseln. Linker Drache. Gewicht auf dem vorderen Bein, Hüfte fixiert. Oberkörper mobilisiert. Beende die Spiraldrehung, drehe dich gegen den Uhrzeigersinn, schieb dein rechtes Bein nach außen, verlagere dein Gewicht und beende den zweiten Teil des Flows mit dem Zurückführen der Energie. Große Armbewegungen über außen bringen deine Energie wieder zurück zum Dadjian. Einatmung hebt ihr die Arme und die Ausatmung lässt sie wieder absinken. Spürt nach und fühlt die wohltuende und kraftspendende Energie des Flows. Möchtest du immer auf dem Laufenden sein, so abonniere unseren YouTube-Kanal. Mehr Infos zu Workshops, Retreats und Online-Klassen findest du auf unserer Webseite unter www.liche-life-balance.de.